Na gut, dann werden die Auf- und Abwege halt etwas größer. So, wie viel haben wir noch? Drei, ne? Dann brauchen wir vor allem nicht so viele. Dann machen wir hier einfach. Es war ja eine Sprunghöhe, ne? Ja, dann genau. Super. Ich bin wieder da. Er ist wieder da. Super. Er ist wieder da. Kennst du das Buch? Ja, ich hab's als Hörbuch. Ah, okay. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht leben. So, das heißt, ja, wunderbar, das geht auch schon mal. Boah, das sieht ja schon ganz nice aus. Aber guck mal, mein Holzhäuschen ist auch schon. Ja, ich kann gleich mal gucken. Ich will nur Eigentlich noch müssen wir schnell. nachher ein paar Deko-Gegenstände Ach so. da. Wir haben ja auch schon ein bisschen was. Ja, definitiv. Vor allem weihnachtliche Sachen habe ich. Ich Ja. hab nämlich Geschenke Na. bekommen, aber erstmal. Zur Weihnachtszeit gab es bei Terraria Ja. Geschenke. Nein, die habe ich bekommen, weil ich so ein lieber Kerl. Richtig, das geht ja noch nicht. Wie groß sind nochmal so Türen? So. Moment. Ich kann ja auch ruhig mal ein Haus bauen, wo mehr. Hä? Was war das Nix. denn für ein Ton? Das war ich so. Okay. Klick. Nein, das war Nein. falsch. Nein. Nein, das war nicht richtig. Das ist richtig. Jawohl. So, das heißt, der. Mann. So. Oh ja, doch. Oh doch. Ach Mensch, und da ist sogar schon der Hansel-Typ hier eingehört. Das ist ja Der ist da sogar schon eingezogen. schön. Der Hans, Mr. Hans Wurst ist Hans das nämlich. Wurst, ja. Mr. Hans Wurst. Hans Wurst Zimmer. Genau, neben. Zimmer? Da wird sich der Zamix aber jetzt. Eigentlich wegen Hans Zimmer, aber. Scheiße! Entschuldigung. Mist. Ja. So. Nimmt er ja nicht übel, ne? Nee, nimmt er nicht. Nein, nein, nein. Nein. Die unzähligen Hater-Kommentare, die erspart ihr euch jetzt dieses Mal bitte. Ja, was ihr schreiben könnt, ist, dass der Xamax doch bitte mal die restlichen Dead Island-Folgen veröffentlichen soll. Und zwar an seine Pinnwand. Hat er eine Pinnwand? Er hat eine Pinnwand, glaube ich schon. Was ist das? Ja. Ich glaube, er hat eine Pinnwand. Was ist eine Pinnwand? Der Zamex. Ja, was ist das? An des Zamex Was Pinnwand. für eine Pinnwand? Ja, Facebook Ach zum so. Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, er hat sich auch verlinkt in seinen Videos. Das sieht hier noch nicht so schön aus. Da kann man mal sehen, was der Fame aus den Leuten macht. Ja, kaum ein bisschen Fame und schon drehen sie am Rad. Absolut. Halt! Halt. Reicht das? Reicht das? Reicht das? So, das wird wohl reichen müssen. Ne, die sollen es hier ja auch ein bisschen schön haben. Findest du? Ja. So, und dann kommt hier die zweite Etage und die kommt dahin. Ist das richtig? Dann haben wir da noch einen Kopf über einen Platz. Nein, das ist falsch. Ah. Tja, das tut mir jetzt leid. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dieser Bauform so. Das tut mir jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr leid, aber dieses Haus ist falsch. Das muss ich nochmal komplett abreißen. Nein, echt? Nein. Aber es ist nicht ganz richtig. Und deswegen. Ich mache hier einfach stumpf so ein Hochhaus hin. Was? Einen kleinen Block. Oh. Können ja auch mehrere Wohnungen drin sein, oder? Es macht ja nichts. Oder Nö, ist nö, nö, es. Sozialbau ist schon möglich. Genau, dann passt das auch mit der Steinoptik dann wieder. Im Sozialbau. Das ist ein bisschen eng jetzt hier, finde ich. Warte. So, ja, das ist schon besser. Okay. Ja, es ist auch tatsächlich mal eine ganz andere Qualität nochmal von Minecraft. Von Was? Terraria natürlich, Entschuldigung. Nicht von Minecraft. Es hat so einen Minecraft-Stil, das wollte ich sagen. Also, ja. Einfach auch nochmal dieser Crafting-Bereich des Spiels. Es ist jetzt ja nicht nur Action und Ballerei, sondern man kann sich das ja auch so ein bisschen einteilen, sozusagen. Verfolgst du eigentlich unser aktuelles Minecraft-Projekt? Mein Core? Ja. Nein. Schade.
Doch, natürlich. Ihr spielt alle drei auf demselben Seed und bis jetzt ist noch keiner gestorben. Ja, leider ist das richtig. Das wird wahrscheinlich ein Endlos-Projekt, weil es wird ja, sagen wir mal so, nicht unbedingt schwieriger zu sterben. Richtung Ende, oder? Ja, das ist richtig. Je besser man ausgerüstet ist, desto schwerer wird es ja zu sterben. Mhm. Aber ich sag mal, spätestens dann, wenn wir uns dem Enderdrachen nähern, ja, dann, genau. Gehe ich mal davon aus, dass der ein oder andere ich krepieren wird. Der ein oder andere ich. Ja. Davon ist eindeutig auszugehen. So, jetzt ist die Frage, ist das jetzt hoch genug? Nee, wahrscheinlich ist das zu hoch. Ich bin mal fast vom Stuhl gefallen. Oh, schön. Oh Gott. So, ich bin auch wieder da. Da bin ich doch tatsächlich mit meinem Fuß gegen den Hebel gekommen und dann zack. Das habe ich aber auch in letzter Zeit voll häufig und das ist ganz schön blöd, weil wenn der Fuß nämlich unter dem Hebel ist und man runterrutscht, dann bleibt der Fuß da ja noch. Ja, und man rutscht bis nach unten. Ja, und dann, also ich habe mir da jetzt gefühlt schon mindestens zweimal den Fuß beigebrochen. Das ist irgendwie total... So schlimm war es jetzt gerade bei mir nicht, aber so ähnlich. So, zwei Stück noch, komm schon. Wo habe ich was vergessen? Ihr habt doch bestimmt hier irgendwo was vergessen. Nee? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo was vergessen. Ja, hier. Es ist wieder Tag, ist das schön. Oh ja, wobei, ich sag mal jetzt mit der... War es auch gemütlich, sagst du? Ja, ne, also ich meine, es schneit hier zwar immer noch rein und ich verstehe nicht warum, aber das ist... Achso, ja, du, das ist ja nur bei dir, du bist ja am Rande des Schneebioms. Am Rande, oh, was hab ich denn hier? Am Rande des Schneebioms bist du. Mhm, jetzt habe ich... Ich sehe von dem ganzen Schnee nichts. Das finde ich witzig, weil du stehst bei mir auch noch ein bisschen im Schnee. Hm, da sehe ich aber nichts von, interessanterweise. Interessant. So, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt kommt hier erstmal... Has departed? Was war das? Achso, das ist der reisende Händler. Achso, okay. Naja, wenn er meint. So, jetzt kommt hier mal ein Tisch hin. Und ich finde, dass die Möbel ein bisschen überdimensioniert sind. Und hier ein Stuhl. Gehst du da aus dem Haus raus? Du hast ja schon eins jetzt, Kollege. Hau ab da. So. Tschüss. Und jetzt kommt hier links nochmal... Eine Frechheit. Die Workbench. Den Finger wieder nicht voll. Finger nicht voll? Den Hals nicht voll. So. Warte mal. Finger nicht voll. Nein, scheiße. Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Wird sofort aufgegriffen, ne? Sofort. Definitiv. So, Ofen. Willst du einen Ofen haben? Ich habe hier noch einen Ofen zu liegen. Nee. Ich hab da noch einen Ofen zu liegen, wa? So... Ja, warum wird denn das jetzt schon wieder so dunkel? Ja, wird Nacht. So. Schon wieder? Es war doch gerade erst Nacht. Naja, wir haben hier halt nur einen Nachtwechsel. Einen dynamischen. So, jetzt ist hier noch die Scholzwand. Die haben wir noch gebaut, genau. Die gute Scholzwand. Davon haben wir jetzt viel zu viel. So, ja, doch. Und dann brauchen wir nur noch... Hm. Guten Tag, Herr Händler. Wollen Sie mal gucken, wie ich hier so baue, oder? Er guckt einfach mal und guckt sich das an. Tja, hat er ja alles recht zu. Ja, wer hat weiß, ja seine Wohnung schon. Ach so. Er hat ja... Vielleicht will er nochmal umziehen. Das kann natürlich sein. Dass er so sagt, oh Mensch, der Steinsozialbau gefällt mir deutlich besser. Dreckwand, nee, Holzwand. Der Witz ist, dass ich glaube, die gar nicht da drin spummeln können hier. Warum nicht? Weil Stein? Nee, weil so hoch. Achso. Ich habe das so in dem Stil auch noch nie gemacht, muss ich dazu sagen. Oh, das sieht doch aber ganz, ganz fürchterlich nett aus, finde ich. So mit dem Holz und Stein sieht nicht so kalt aus. Wie bei mir. Bei mir sieht es so nach Keller aus. So, jetzt kommt hier auf jeden Fall nochmal eine Kerze aufs Tablett. Hier kommt ja, das sieht doch ganz, das sieht ganz nett aus, das stimmt. So. Gut, und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Sand. Du sagtest, wir hätten Sand, wobei ich... Ja, ich glaube, wir haben ganz viel in den Truhen nebenan. Okay. Also in der Base, ne, in der Hauptbase. Mhm. Also mal gucken. Call me faule Socke. So, wo könnte das denn sein?
Hier ist kein Sand. Hier ist kein Sand. Aber 17 Bier. Hier ist auch kein Sand. Hier ist auch kein Sand. Hier ist ein wenig Sand. Das ist gut. Schade, dass man sich grad, jetzt... Ich sehe gerade, ich habe auch noch Sand auf der Hand. Hand auf der Sand? Ja, das Hand auf der Sand. Habe ich auch noch. Wenn du noch was brauchst, also... Ja, ich habe jetzt 165. Doch, das gefällt... Doch, das ist sehr schön, das Haus. Das gefällt mir. Der Sozialbau meiner? Der linke da. Das ist so ein nettes, kleines... Also das... Weil, das ich finde es witzig, dass dieser Eremit, der jetzt da drin wohnt. Ja, der mit dem... Das passt genau, ne? Ja. Das ist total cool. Habe ich auch gedacht. Ah, hast du gut gemacht. Ne, er. Muss ich ja nicht verraten. Hat er gut gemacht. Er ist ja eingezogen. Also. So. Da ist es. Da ist es. Das Glas. Glas kann auch in den Hintergrund platziert werden oder braucht man dafür was anderes? Nee, ich glaube, du kannst direkt Fenster bauen. Ach so. Die man dann in den Hintergrund platziert. Aber dafür brauche ich aber Glas, ne? Dafür brauchst du wiederum Glas, genau. Aber lass es mich wissen, wenn du es rausgefunden hast. Weil ich brauche das, ich stehe gleich vor demselben Problem wie du dann. Nee. Terrarium. Achso, das ist ja witzig. Wie viel braucht das? Nee, schon gut, warte. Das braucht 16. Das crafte ich mir doch mal. Ich habe mir jetzt ein Terrarium gebaut. Aus Glas? Ja. Ach, wie cool. Kann man da auch Fische reintun? Ich weiß nicht. Erstmal ist cool. Da noch nichts drin. Also erstmal ist das vor allem, glaube ich, nur... Es ist jetzt nur so ein Glaskasten, oder was? Ja, ja, ja. Cool. So, also Glas ist am Stissel. Oh. Meiner. Na gut, na gut. Sei es dir vergönnt. So, jetzt haben wir hier Glaswand, genau. Das ist einmal das für den Hintergrund... Hintergrund. Achso, Rüstungsstatue. Ah ja, guck. Kann man da eigentlich auch normale Anziehsachen draufpacken? Auf die, auf diese Holzpuppen? Ja. Ja. Ah ja. Da kann man alles, was man so anziehen kann, draufpacken. Also ich kann Glaswände bauen, aber ich dachte, wir hätten schon mal... Also man kann definitiv Fenster bauen, das geht. Aber oder geht das nicht an der normalen Workbench? Das kann sein. Was bräuchte man denn dann? Achso, dass es nicht an der normalen Workbench geht? Ja. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß es doch nicht. Warte, ich guck nochmal. Haben wir irgendwas Cooles im... Wir sind ja hier schon mördermäßig am Schlüssel. Ja, weiß jetzt nicht. Das ist jetzt, kann man so machen. Das ist natürlich sehr modern. So wie ich das jetzt. Oh, Kommode. Ja, am Sägewerk kann man ganz viel mit Holz machen, das weiß ich, aber... Vielleicht also so ja so ein Holzfenster. Betten und so. Wobei, ja. Da kann man dann ja nicht mehr durchgucken durch so ein Holzfenster. Plankenwand, Holzbein. Zwei Sterne. Eins. Und zwei. Wieder aufgesammelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Weggelootet. Achso, apropos weggelootet. Ja. Ach ja. Weggelootet? Ja, ja. Folgenlängen sind super. Braucht kein Mensch. Nö. Gerade auch in so einer Baufolge wieder nicht, ne? Passiert jetzt ja nicht so viel Spannendes. Nee, das stimmt. Eigentlich könnten wir... Oh, was ist das? Glas. Achso. Mann, ich will doch nur... Glas. Das ist Glas. Ich möchte auch nur gerne so ein Glasding sie bauen. Was ist das? Achso, das Terrarium. Mann. Nee, irgendwie geht das. Kann ich nur Glaswände bauen. Und so eine Glaswand, damit geht's nicht? Ja, ja, doch, doch. Also das ist ja dann. Oder was meinst du, damit geht's nicht? Also das ist kein Fenster dann, also so, dass du es so einsetzen kannst? Doch, doch, also es ist halt dann Glashintergrund, ne? Mhm. Aber es ist. Halt kein Fenster im Sinne von Fenster. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist dann halt, glaube ich, einfach so. Ich weiß nicht, ob man explizit Fenster bauen kann, craften kann. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, leider.
Weiß ich leider nicht. Das ist sehr schade. Ist mir nicht möglich, dir das mitzuteilen. Das ist sehr schade. Schade ist das sehr. Es so. Ist mir entflogen, sozusagen. Glas? Glas. Ich wusste es nie. Um es ehrlich zu sagen. Ein Maßkrug. Alter, was? Maßkrug, oh, das ist doch. Wolltest du einen Maßkrug bauen? Nee, aber kann ich. Wenn du wolltest. Aber ich will ja nicht. Nee, okay, ist ja gut. Dann, nee, dann machen wir auch noch ein bisschen länger, ne? Also dann als. Ja. Als, ja. Entschädigung quasi. Da hat nicht so viel passiert. Was ist das denn? Achso, du. Erstmal draufhauen. Was ist das denn für ein Monster? Hüpft da so ein Trottel. Ey! So ein Spacko. Ich hab Kenny getötet. Ein Spacko-Monster. Ich finde das so aber witzig, dass ich so diese Stan-Mütze aufhabe. Ja. So. Hat ja der Weihnachtsmann dir geschenkt. Oder? Ja, ja. Weiß nicht. So, wo haben wir denn jetzt das Fenster? Da. So, wie machen wir das denn jetzt? Hier klappen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, das war falsch. So, da können wir jetzt einfach so Glas in den Hintergrund kloppen. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Also das, was ich von hier aus so sehe. Ja, dann kommen wir nochmal näher, dann. Sieht immer noch gleich aus. Oh ja, es schneit. Tatsächlich. Ja, ich lüge ja nicht. Es schneit. Ist das jetzt zur Fülle? Nö. Was? Nee, ich meine was anderes. So. Ja, so Pi mal Daumen Augenmaß ist das gerade mal noch so gerade. Okay. Ja, das sieht nicht. Halt. Not too bad. So, ja, ich weiß auch nicht, was ich hier so machen soll mit meinem. Ich bin, was sowas angeht, ja auch immer so unglaublich unkreativ, ne? Deswegen war ich bei Minecraft auch schon nie gut, was sowas angeht im Creative. Immer dieses. Ja, das finde ich bei Minecraft gerade auch total witzig, dass wir, also dass zumindest ich jetzt für mich beschlossen habe, da so ein Survival, aber baulastiges Let's Play draus zu machen. Ja. Einfach, ja, weiß ich nicht, weil es geht.